Sieht wie ein normaler Garten aus, oder? Zoom ein bisschen näher rein. Mehr. Noch ein bisschen. Okay, schwenke jetzt nach rechts. Nein, das andere rechts. Bingo! Was siehst du da? Einen Stock? Warte kurz. Ah, da ist sie ja. Sie tarnt sich gut. Wusstest du, dass die Gottesanbeterin eine Bestie in der Insektenwelt ist? Ganz oben auf ihrer Speisekarte stehen andere Insekten. Und Vögel. Und Frösche. Sogar Mäuse. Diese Mini-Bestie gibt es in verschiedenen Größen und Farben. Du kannst ihnen überall auf der Welt begegnen. Die meisten von ihnen sind grün oder braun. So verschmelzen sie quasi mit ihrer Umgebung. Andere tarnen sich gerne etwas ausgefallener, aber immer passend zum Anlass. Diese mächtigen Insekten sind übrigens die besten Freunde der Landwirte, weil sie das Ungeziefer fressen und Parasiten fernhalten. Die Gottesanbeterin ist sozusagen die Putzfee der Felder. Schau mal, sie macht sich auf den Weg zum nächsten Ast. Ihre langen Vorderbeine fungieren als Greifer und Haken, mit denen sie sich an allem festhalten kann. An ihren Beinen sind auch scharfe Stacheln dran. Von ihr möchte ich nicht in den Schwitzkasten genommen werden. Ihre Hinterbeine sind zwar dünn, aber stark genug, um sich auf alles zu stürzen, was ihr schmecken könnte. Es gibt kein Entkommen. Sie sehen also nicht nur fies aus, sondern sind auch schnell. So schnell wie ein Wimpernschlag. Dadurch fangen sie ihre Mahlzeiten, ohne ins Schwitzen zu geraten. Ziemlich flott und sie verschwenden ungern Zeit. Sie verputzen ihr Mittagessen, solange es noch lebt, Igitt. Aber genug von der Gottesanbeterin. Schauen wir uns mal den Boden an. Sieh mal da im Gras, da ist eine Schlange. Ein schlaues Tierchen. Sie ist aber nur eine kleine Schlange, etwa 30 cm lang und frisst nichts, was nicht auf ihrem Speiseplan steht. Sie ernährt sich von kleinen Insekten, Vögeln und Mäusen. Jetzt schlängelt sie den Baum hoch. Sie hat ja keine Ahnung, dass dort die Gottesanbeterin als Zweig getarnt auf sie wartet. Die Gottesanbeterin sieht alles, weil sie ihren dreieckigen Kopf um 180 Grad drehen kann. Außerdem hat sie zwei Facettenaugen und noch drei einfache Augen, die dazwischen gequetscht sind. Angst vor Augenkontakt hat sie definitiv nicht. Die Schlange gleitet den Baumstamm hinauf und nähert sich der Gottesanbeterin. Dann blicken sie sich in die Augen. Die Schlange stürzt sich auf die Beine der Gottesanbeterin. Sie rutscht aus und fällt vom Baum. Aber sie schafft es, sich an einem kleinen Ast festzuhalten und ihr Gleichgewicht zu finden. Jetzt nimmt sie ihre typische Kampfhaltung ein. Das ging schnell. Keine Vorbereitung, kein Aufwärmen, nichts. Die Schlange schlängelt sich nach unten und schon stehen sie sich wieder gegenüber und starren sich an. Wer wird den ersten Schritt machen? Eine Gottesanbeterin hebt normalerweise ihre Arme in die Luft und breitet ihre hinteren Flügel aus, um größer zu wirken, wenn sie sich bedroht fühlt. Erinnerst du dich an den Film Karate Kid? Ja, genau so macht sie das. Aber nicht heute. Sie ist selbstbewusst genug, um es mit dieser mickrigen Ringelnatter aufzunehmen. Die arme Schlange weiß nicht, was sie erwartet. Sie hat es wohl noch nie mit einem so fremdartigen Wesen zu tun gehabt. Sieht doch aus wie ein leckerer Stock. Verwirrend. Nach einer Sekunde macht die Schlange einen Vorstoß. Sie öffnet ihr Maul und versucht, die Gottesanbeterin zu beißen. Verfehlt! Die Gottesanbeterin weicht aus und packt den Hals der Schlange, um zuzubeißen. Aber die Schlange kann sich trotz der scharfen Stacheln an den Beinen der Gottesanbeterin befreien. Die Schlange ist frei, aber sie ist verletzt. Die Stacheln haben ihre dicke Haut durchbohrt. Ein Punkt für die Gottesanbeterin. Doch die Schlange gibt nicht so schnell auf. Sie überrascht die Gottesanbeterin mit einer Schleichbewegung. Aber mit einem Sprung rettet sie sich und bringt die Schlange zur Strecke. Diese Gottesanbeterin ist stärker als eine hungrige Schlange. Technisches K.O., würde ich sagen. Die Schlange hatte nie eine Chance. Und was, wenn die Gottesanbeterin es mit einer Hornisse zu tun hätte? Dann wäre der Kampf vielleicht nicht so schnell vorbei. Das wollen wir wissen. Ein fliegendes Biest mit einem kräftigen Stachel gegen eine schnellfüßige Kampfmaschine mit Klauen. Okay, wir haben Zeit. Los geht's! Die Gottesanbeterin steht regungslos wache. Sie dreht ihren Kopf und alle fünf Augen scannen den Himmel, den Boden, beobachten und warten. Bis jetzt nichts. Nichts passiert am Boden und der Himmel ist klar. Dann fegt ein schneller Schatten über den Himmel. Die Gottesanbeterin konnte nicht erkennen, was es war. Ein Summen, ein Farbblitz, aber dieses Mal von hinten. Irgendetwas spielt mit der Gottesanbeterin und versucht, sie mürbe zu machen. Aber sie bleibt standhaft. Eine echte Gottesanbeterin weicht nicht zurück. Dieses Mal fliegt die Hornisse direkt an ihr vorbei. Die surrenden Flügel lassen sie wie einen Mini-Hubschrauber klingen. Die Gottesanbeterin ist vorbereitet und checkt ihre Ausrüstung nochmal. Sie wetzt ihre Vorderbeine, damit auch alles kampfbereit ist. Es ist ein Geduldsspiel.
Mal sehen, wer zuerst Schwäche zeigt. Die Hornisse stürzt sich auf die Gottesanbeterin und versucht, sie zu stechen. Aber sie ist schnell. Schnell genug, um auszuweichen, aber nicht schnell genug, um die Hornisse zu packen. Sie muss warten, bis sie wieder vorbeikommt. Dann ist sie dran. Die Gottesanbeterin muss den richtigen Zeitpunkt abpassen. Wenn sie den perfekten Winkel erwischt, kann sie die Hornisse packen und sie zu Boden ringen. Aber die Hornisse ist schlau. Sie kommt immer wieder aus einem anderen Winkel und mal schneller und mal langsamer an. Die Gottesanbeterin ist gewohnt, ihren Gegner aus dem Hinterhalt anzugreifen. Sie wartet nicht gerne darauf, gestochen zu werden. Immerhin, sie ist schnell genug, um alle Angriffe abzuwehren. Noch ein Angriff. Die Hornisse überrascht die Gottesanbeterin von hinten. Sie wirft sie zu Boden. Der Stachel der Hornisse verfehlt sie nur knapp. Die Gottesanbeterin erkennt ihre Chance. Sie steht wieder auf, aber eines ihrer Hinterbeine ist verletzt. Das könnte ein Vorteil für die Hornisse sein, denn die Gottesanbeterin braucht beide Hinterbeine, um sich abzustützen und zuzuschlagen. Sie wackelt ein bisschen, aber sie versucht nicht schwach zu wirken. Geschwindigkeit und Gegenangriffe sind für die Gottesanbeterin keine Option mehr. Aber wenigstens ist die Hornisse nicht so schnell wie eine Schlange. Auch ohne ihre Hinterbeine ist die Gottesanbeterin noch stark. Die Hornisse kommt jetzt aus einer anderen Richtung und versucht, die Gottesanbeterin zu stechen. Aber sie wechselt die Position und schafft es auszuweichen. Aber so sehr sie sich auch anstrengt, sie bekommt die Hornisse nicht gepackt. Die Hornisse fliegt höher und nutzt die Schwerkraft, um mehr Geschwindigkeit aufzubauen. Ihr Stachel verfehlt wieder das Ziel, aber der Aufprall der Hornisse hat das andere Bein der Gottesanbeterin verletzt. Sie kann sich nicht mehr bewegen, sieht so aus, als wäre alles vorbei. Die Gottesanbeterin hat keine Chance zu entkommen. Die Hornisse setzt zum ultimativen Stich an, aber diesmal kann die Gottesanbeterin sie packen. Aber weil sie ihre Hinterbeine nicht benutzen kann, gelingt es ihr nicht, die Hornisse zu Boden zu reißen. Die Hornisse schwebt in der Luft. Sie versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Aber das Gewicht der Gottesanbeterin zieht sie wieder nach unten. Je mehr sie miteinander ringen, desto mehr dominieren die stacheligen Vorderbeine der Gottesanbeterin. Sie umklammern die Hornisse immer fester und ihre Stacheln graben sich immer tiefer in die Hornisse. Die Gottesanbeterin nutzt die Gelegenheit und beißt die Hornisse. Aber auch die Hornisse hat kräftige Kiefer und beißt zurück. Eine kleine Fliege taucht auf. Sie erstarrt vor Angst. Husch, Fliege, du solltest nicht hier sein, das ist zu gefährlich. Schwör ab! Der Kampf bricht ab, weil sich die Hornisse irgendwie aus dem Griff der Gottesanbeterin befreien konnte und krabbelt weg. Krabbelt, fliegt nicht. Die Gottesanbeterin hat die Flügel der Hornisse zu stark verletzt. Die Gottesanbeterin aktiviert ihre letzten Energiereserven. Sie krabbelt auf die Hornisse zu und schafft es, sie wieder zu packen, diesmal aber von hinten. So kann die Hornisse die Gottesanbeterin nicht stechen und auch nicht beißen. Die Hornisse weiß, was passieren wird. Sie ist hilflos. Die Klauen der Gottesanbeterin halten sie fest und sie beginnt zu beißen. Sie hat zwar einen kleineren Kiefer als eine durchschnittliche Hornisse, aber sie ist schnell und die Bisse sind stark. Die Hornisse versucht alles, krabbeln, fliegen, vom Ast springen, aber nichts kann mehr helfen. Sie erliegt den Klauen der Gottesanbeterin und ihrem nicht enden wollenden Appetit. Das war wieder ein beeindruckender Sieg für eine erstaunliche Gottesanbeterin. Bist du nicht auch froh, dass es auf dem Schulhof nicht so zuging?